Zu guter Letzt geht es im Profilbereich um die persönliche Leistung deiner Spieler. Vereinfacht ausgedrückt ist der Profilbereich analog zum Teambereich aufgebaut, jedoch ausschließlich für die persönliche Weiterentwicklung. Also persönliche Saisonziele, Ergebnisse der einzelnen Leistungstests oder der Vergleich mit anderen in der Mannschaft. Neben dem Namen haben SpielerInnen die Möglichkeit, den Trainingsstatus in verletzt oder fit zu ändern. Unmittelbar darunter kann man den jeweiligen B42-Score sehen. Er stellt das Ergebnis des letzten Leistungstests dar. Über den Button Score verbessern kann man direkt und ohne Umwege eine erneute Leistungstestrunde absolvieren. Wie im Teambereich empfehlen wir dir auch im persönlichen Profil, ein Ziel zu definieren. Das befindet sich wieder unter den 4 Punkten. Egal, ob man Führungsspielerin werden möchte oder die beste Saison des Lebens spielen will, hier kannst du dein Ziel formulieren. Darunter ist die Player Card mit den einzelnen Ergebnissen aus den Leistungstests zu finden. Welche Werte wurden bei Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Rumpfkraft, Ober- und Unterkörperkraft erzielt? Auf der Player Card siehst du alles auf einen Blick. Sobald du auf den Pfeil neben der Card drückst, wechselt die Ansicht auf die Spinnennetzgrafik und mit einem Scroll nach unten siehst du, wie du teamintern oder im Geschlechtsvergleich oder im Positionsvergleich dastehst. Du kennst bereits das Leaderboard für Teams. Im nächsten Punkt gibt es auch eine Rangliste für die persönlichen Leistungsstatistiken. Um andere UserInnen genauer unter die Lupe nehmen zu können, reicht ein Klick auf das jeweilige Profil. Dort erfährst du Details über die Anzahl der Workouts und auf welche Bereiche sich diese erstrecken. Außerdem hast du hier Filterfunktionen für deine Mitspieler oder deine Spielposition. Im Planer werden die aktuellen Trainingsprogramme, aber auch die von TrainerInnen zugewiesenen Läufe oder Workouts angezeigt. Um sich einen persönlichen und detaillierten Überblick über seine Workouts zu verschaffen, dient die Trainingshistorie im letzten Punkt. Oben rechts befindet sich das Einstellungsrädchen und die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu managen, Abos zu verwalten, eine Product-Tour neu zu starten oder generell alle möglichen Einstellungen in der B42-App.